Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Sim Airport. Ja, ihr seht ja selber, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit mal einfach mal vorspulen lassen und habe ein bisschen nochmal die Tankstelle aufgefüllt. Liege jetzt noch bei 49,73% und habe mir insgesamt schon mal eben schnell 517.000 oder 5,5 Millionen zusammengebastelt. So. Die Treibstoffgeschichte ist eine schöne Geschichte, bringt euch ein bisschen nebenbei Geld rein in die ganzen Sachen. Natürlich auch so die Geschäfte und sowas, alles die Cafés und sowas, läuft natürlich auch alles nebenbei noch weg. Ne? Also ihr seht ja auch, der ganze Scheiß verkauft sich auch wie bescheuert. Unser Koch hält die Suppe hoch und da gibt es immer nebenbei noch was. Die Wartung, das gefällt mir natürlich noch nicht, dass die Wartung da unten liegt. Aber naja, was soll's. Jetzt haben wir sie da erstmal stehen und müssen damit erstmal noch leben. Bis wir dann alles so ein bisschen rumgeeiert haben. So, hier müssen wir ein bisschen auf den Spritpreis mal achten. Ich finde den jetzt im Moment ziemlich extrem hoch und naja. So. Aber wir wollen uns mal jetzt langsam an das nächste Gefecht dran setzen und zwar Airport-Erweiterung. Wir wollen nach hier oben raus weiterhin erweitern. Ich möchte hier eine größere Landebahn bauen, die auch L-Klasse-Flüge annehmen kann. Und ich möchte meine Sicherheitszone noch etwas erweitern und die CEO-Büros wahrscheinlich nach oben verfrachten, also einen zweiten Stock anbauen. Gesagt, getan. Erstmal nochmal kurz ins Plan. Also, nee, wir brauchen eigentlich diesmal nicht ins Planungsbüro. Diesmal haue ich gleich die Fundamente draus. Wir bessern erstmal hier ein bisschen an. Ja, wir geben sehr viel Geld für das Fundament wieder aus. Aber das wird machbar sein und wir brauchen das ganze Geld auch. So. Besser gesagt, wir nehmen ja auch genug wieder ein. Na, wir gucken mal rauf. 31% haben wir. Spritpreis fällt gerade ziemlich gut. Können wir mal ein bisschen wieder was einkaufen. Auch mal wieder knapp 50% reinballern. Und das, so. Sind wir noch bei 21, aber ich hau 50% wieder mit drauf. So, aber 70 passt auch. 80 sogar. So, da haben wir erstmal wieder ein paar Tage wieder Ruhe und der Treibstoffluxus kann sich wieder weiterhin voll tanken lassen. Seht ihr? Und so schnell komme ich schon wieder auf 100. Passt also. Ja, und in der Zeit kann meine Bauarbeiter mal ein bisschen rumbauen. Wir müssen bei der Anreise und Abreise noch ein bisschen was machen. Da habe ich auch noch was vor. Was war denn das jetzt? Das ist Metro-Kack-Ding da. Nochmal, bin ich sicher, Stadtbahn, das ist Stadtbahn. Und zwar für die Anreise und für die Abreise. Ich sehe schon, dass es immer voller wird hier. Je mehr Leute da ankommen, guckt euch mal die Abreise an. Die wird schon immer voller und voller und voller. Und deswegen bauen wir auch nebenbei mal eben diese Stadtbahn. Dadurch können die Leute viel besser abreisen und das passt auch mal besser. Bei den R hast du aber schon auf 52, hier sind wir immerhin noch, wow. Bei 95%, das ist gar nicht mal so schlecht. Na, ist ein bisschen bei 77, aber was ich nicht verstehen kann. Zählt das jetzt für schlecht oder gut? 77 Langeweile. Na, den ist auch ein bisschen langweilig. Kann ich verstehen. Fehlen ein paar Kisten, aber insgesamt sind die eigentlich sehr, sehr zufrieden. Muss man sagen. Eine Crew Lounge können wir auch noch bauen. Da können sich dann die Kapitäne ausruhen und was sind hier alles gesehen. Also. Ah, ist noch so viel zu bauen, so viel zu machen. Und ans Gepäck setze ich mich auch noch mal ran, aber da will ich erstmal die XL-Dinger bauen. Bevor ich da anfange, im Gepäck rumzuwirtschaften, weil das ist dann doch so ein bisschen, wo man dann eben halt immer genauer nachgucken muss und die Gepäckbänder dann richtig ziehen muss und so. Aber das geht eigentlich alles noch. Und wir müssen auch mal die Forschung weitermachen. Ich habe die Forschung überhaupt nicht. Grundstückserweiterung, das hätte ich mal längst alles mal auch mal machen können. Gerade sowas wie Grundstückserweiterung, die man frei machen kann. Einbahnrollweg, was ist das? Ermöglicht dir einen Rollweg in Fahrtrichtung? Okay. Ein Wegpfad ermöglicht Bau von besser unter Kontrolle zu bringen. Den will ich mal haben. Den einen Wegpfad. Den will ich mal haben. Den forschen wir mal. Könnte ich vielleicht nachher die Mauer hier verhindern und sie dann sagen, hier geht mal alle hier mal lang. Wenn ihr hier fertig seid, lauft doch alle mal bitte hier lang. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. So, auf alle Fälle sind meine Bauarbeiter richtig gut am brachial am Brechen da oben. Wie viel haben wir denn überhaupt gerade? 10.
komm, ey. Was soll der Geiz? Es dauert ja sonst eine halbe Ewigkeit, bis die mal endlich fertig werden. Ja, so sieht das schon ganz ein bisschen gut. Also mit 30 Stück sind wir da schon ganz gut dabei. Wie sieht das mit dem Abfall aus? Was sagen die Hausmeister? Komm, gehen wir mal 4. Oh, muss ja genauso richtig sein. Haben wir hier noch was verbessert? Ja, seht ihr, da haben wir auch wieder einen Zuschuss gekriegt. Den haben wir auch schon fast. Bauer 5 Leben. Bauer 2 erster Klasse Launch. Das haben wir auch noch nicht gemacht. 5 Leben haben wir. 2 erster Klasse Launch. Die haben wir auch nicht gemacht. Das muss ich mir auch nochmal gucken, wie das funktioniert. Habe ich hier schon was geschafft? Ja, alles klar. Große Massen. Noch nix. 10 Flugzeuge mittleren Gepäck. Mit mittleren Gepäcksystems. Ah, da geht das los. Was ist denn hier? Baue einen Büro, stelle einen CFO ein, der es dann benutzen kann. Habe ich noch nicht gemacht. So, oh, fertig. Wow. Heurika, die Post ist da. Wir haben alles erledigt. Oh la la. So, wir haben hinter den Zaun gebaut, aber ist auch mal scheißegal, oder? Ja, ist geschissen. So, hier steht das. Wir können noch mal... Wie viel Treibstoff haben wir denn noch? Das ist gerade so billig. 50. Ja, komm. Mach mal rein. Zu wenig Geld. Ja, passt. Kauf ein da. Geld kommt von ganz alleine. So. Ich werde jetzt die Büros abreißen. Ja. Das machen wir jetzt mal. So, ja, CEO, FEC, CKB, Leutchen hier, weg da mit euch, raus. Ich will euch nicht mehr. Alles weg hier. Das geht auch weg, das geht auch weg. Das hier geht auch alles weg, weg, weg. Demontieren, demontieren. Jetzt sieht es hier aus wie ein Schweinestalter, ne? Scheiß drauf, Hauptsache es wird was gemacht. Weg, 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 weg. Alles mal weg hier. Komm, du auch weg, du auch weg, du auch weg, du auch weg. So, dann reiß ich mal. Ja, ist okay, das kann ich bis dahin machen. Ich lösche jetzt erstmal bis hierhin den Weg. Das ist okay, das ist nicht so schlimm. Da wird jetzt nichts passieren. Erst wenn ich hier aufmachen würde, dann würde das alles hier als freie Fläche zählen. Dann würde ich hier durchrennen wie Bescheid. Fenster müssen wir auch mal einbauen, fällt mir gerade mal auf. Und wir hauen mal einen Flur, einen Boden raus. Einfach mal, weil ich heute mal Lust drauf habe. Ich will dem da was zu tun geben. So, damit das gleich ein bisschen gemütlicher wieder aussieht hier. Klatschen wir mal in den ganzen Bereich einen scheiß Teppich rein. Später können wir immer noch alles machen. Und die Wartung da unten kommt auch raus. Ich will, dass die Wartung woanders hinkommt. So, die basteln hier erstmal fleißig um. Das ist das, was ich habe. So, dann hier die große Landebahn kommt vielleicht hier so hin. Mit dem Rollweg da oben ran. Und hier unter ein und dann die XXL Gates da untergestellt. Ja, da könnte man machen. Muss ich mir nochmal angucken, aber sieht. Also von der Art, was ich jetzt vorhabe, könnte es passen. Ja, natürlich, es gibt keine Forschung mehr, weil ich jetzt alles abgebrochen habe. Aber was soll's? So, die sollen erstmal hier erstmal fleißig alles wieder kaufen. Das ist treibstoffmäßig aus. Nur 15%. Und schon wieder 300 aufgekommen. Ne? Spritpreis? Hm. Fällt gerade. Steigt wieder, fällt wieder, steigt wieder, fällt wieder. Pendelt sich so in 1, 2, 1. Okay. So. Bauen wir mal eine Treppe. Wir nehmen eine Treppe nach oben. Zwei Treppen nach oben. Einfach mal, weil es schöner aussieht. Ich weiß nicht, oder steht hier der Scheiße? Hier steht der Scheiße. Egal. Demontieren wir mal eben. Ich will die hier haben. Ist nicht schlimm, dass wir jetzt da oben was haben.
Ich will den Bereich hier noch ein bisschen für Sicherheit auflassen. Weil ich nicht weiß, wie weit ich die Sicherheitszone noch ziehen muss. Deswegen war das jetzt nicht so ganz schlau. So, dann setzen wir die Treppen hier hin. Ist nicht so wild. Mehr Geld. Von dort aus her soll es mich nicht so stören. Ach scheiße, wir müssen hier doch... Oder? Ja, wir müssen doch die Wand da durchziehen. Wollte ich eigentlich nicht. Wird aber wohl noch nichts werden, oder? Na gut, der Zaun muss doch weiter nur stehen bleiben. Reicht denn das nicht aus, wenn ich den lösche? Ist das nicht automatisch dann auch mit verbunden? Ich gucke einfach mal. Aber die können da eigentlich normalerweise nicht durch. Ah, klasse. So, was war den kleinen Knick da drin, aber es ist mir egal. Das ist erstmal so. Kann ja immer alles gerade sein. So. Geld ist am Land. Wie viel Sprit haben wir noch? Kann man sich was einkaufen? Ziemlich teuer, ne? Ja, ist teuer. So, da sind wir oben. Dann will ich mich jetzt noch in den oberen Bereich noch kümmern. Und dann... machen wir den oberen Bereich auch nochmal bis hier voll. Und löschen das hier mal. Können wir noch nicht. Weil oben erstmal gebaut werden muss, können wir noch nicht löschen. Okay, dann sind wir schon mal im zweiten Stock drin. So, ist lustig. Sieht jetzt aus, als würden die unten oben bauen. Nein, aber wir sind oben. Aber man sieht sie trotzdem hier immer wieder zur Drehwerfung. So, Gepäckausgabe wird langsam doch ein kleines Chaos. Naja, okay. Ja, doch. Die Gepäckausgabe wird doch langsam zu einem kleinen Chaoshaufen. Hm. Werden wohl doch immer mehr, wa? War ja auch nicht anders zu erwarten. Das ist weniger wird, kann ich mir nicht denken. Jetzt hat man den perfekten Bonus an. Ja, läuft ja schon wieder. 5 Tage lang komplett perfekt durch. Mal sehen, ob wir auch mal den 6. schaffen. Sprit. 35%. Na, wir haben viel Geld ausgegeben dafür jetzt, aber 35 müssen wir eigentlich noch locker rüberkommen. Allein schon fürs Fundament oben haben wir so wieder so viel Geld ausgegeben. Im Container ist nichts drin. Okay. Dann können wir eigentlich auch mal... Wartung... was ist das? Transport und Lieferung. Und Abfall. Ach, mehr als täglich gibt's nicht. Ehrlich gesagt, alle 2 Stunden. Ja. Alle 2 Tage. Stadtbahn kommt stündlich, die Busse kommen alle 30 Minuten. Hm. Ja, die Bussen reisen sie meistens an. Ist günstiger, glaube ich, als die Bahn, ne? Ja. Taxi kommt auch mal um die Ecke. Ach nee, sie kommen auch mit der Stadtbahn, okay. Aber die kommt ja nur wirklich alle 30, alle... eine Stunde oder so kommt die angefahren. So, wie weit seid ihr hier oben? Oh, er kommt zu langsam an. Ja, ist das nicht schön auf meinem Flughafen, hä? Passagier, Luna, Ariano, wie heißen die anderen denn alle hier? Haben die alle Namen? Aber die sind bestimmt schon x-beliebig mal durchgeknallt. Hier, da war doch ein ganz zweimal Jack, oder wie er heißt. Ich glaube. So, oben ist fertig. Nein. Leute, ich bin begeistert. Jetzt denke ich mal geschafft. Hey, gut. So, dann löscht mir mal bitte diese Scheiße hier raus. Und damit unsere Forschung mal weitergehen kann, möchte ich gleich mal 5 Büros wieder setzen. Wo seid ihr denn, meine Büros? Geschäfte. Ach, Geschäfte haben wir ja für sonstige Sachen. Konferenzraum müssen wir auch nochmal irgendwann bauen. Was war das? Wie groß muss das sein, das Büro? Gar nichts, ne? Kann man auch 3x3 machen?
Ich glaube, das reicht schon. Das reicht schon komplett aus. So, knackeln wir hier nochmal eine schicke Wand durch. Damit auch wirklich jeder sein Büro kriegt. Sonst nervt das ja alles hier ein bisschen. So, wir nehmen nochmal eine Tür. Damit auch jeder genervt werden kann. Guck mal, heute muss keiner mehr durch sein Büro durchlaufen. Heute können sie alle sich ihr eigenes kleines Büro haben. Oder keiner muss mehr mit den anderen zusammen. Oder keiner wird mehr von den anderen genervt, weil er sich gerade irgendwelche Pornos anguckt oder so. So. Passt auch. So, der erste ist schon da, der Vorarbeiter ist auch gleich eingezogen. Und wir haben noch ein leerstehendes Büro. Nicht mehr lange. Das war mal ein leerstehendes Büro. So, da wollen wir oben denen auch noch was zu tun geben. Ich möchte oben auch noch mal einen Teppichboden haben. Ich finde das nicht immer schöner, wenn hier ein Teppich liegt. Das sieht einfach besser aus. Gefällt mir auch besser. So, für die Büros bekommen die hier diesen Fußböden. Das reicht. Mehr brauchen die hier nicht. Meine 30 Bauarbeiter sollten das ja mal eben schnell über die Bühne kriegen. So, ich sehe, hier wird's echt voll. Wir brauchen eine neue Ticketschalterzone. So, deswegen wollte ich eigentlich jetzt den Abfall da hinten weg haben. Demontieren, 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 demontieren. Dann den Abfall da weg und den Abfall... Könnt ihr hier oben auch wegbringen. So. Lauft da halt nur ein paar Kilometer. Ist mir doch egal. Die Hausmeister auch mal was zu tun. Steht der ganze Scheiß nicht so im Weg. Kann man irgendwann alles nochmal aufnehmen. So. Wartungen werden auch alle gemacht. Zustand, Zustand. Alle Wartungen sind gemacht. Zum Glück brauchen wir diese Wartungsschränke. Die Werkzeugkisten 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Stück drin. Ist gut.